Hallo, heute gibt es etwas GTA-Content für euch. Nichts Besonderes, einfach ein bisschen kommentiertes Gameplay, auch wenn es theoretisch hätte Vollidioten in GTA sein können, wenn ich sehe, wie der da unten mit seinem Sparrow rumspastet. Das ist ja wieder ganz schrecklich, der hat CD-Fliegen absolut nicht erfunden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Gaming-technisch und vor allem GTA-technisch ist ja im Moment auch wieder echt nicht viel los. Rockstar kümmert sich halt auch nicht um das Game, das stellen wir ja auch immer wieder fest. Also, wo soll der GTA-Content in diesem Spiel auch herkommen? Ich weiß es nicht. Was ich dafür weiß, ist, dass sich immer wieder Leute Gameplay wünschen, das ich erkläre, mit Fehleranalysen, mit Tipps für verschiedene Situationen und einfach interessante Momente in GTA hervorhebe und erkläre. Und das werde ich dann heute mal wieder ein bisschen machen. Ja, das ist der grobe Plan. Die Typen hier unten haben, meine ich, die Doomsday-Heist-Vorbereitungsmission für den Akula gemacht. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann bringen wir denen mal hier kollektiv den Akula etwas näher. Damit, falls sich einer von denen dann einen kaufen möchte, der auch bloß nicht auf die Idee kommt, da Lenkraketen dran zu bauen, sondern Sperrfeuer zu verwenden. Den Fehler machen viele Leute, sich an den Akula Lenkraketen zu bauen, weil es irgendwie anfängerfreundlicher ist. Aber man sollte, wenn man den Akula benutzen möchte, dann auch gleich lernen, ihn richtig zu benutzen. Wobei man beim Akula natürlich auch noch anmerken muss, dass der Tarnmodus eine wichtige Komponente ist. Man muss lernen, den richtig zu verwenden, die Sichtlinien der Gegner richtig einzuschätzen und zu vermeiden. Und dann kann man mit dem Akula ganz viel Spaß haben. Unser nächster Heli hier ist weit weniger deep in seinen Mechaniken. Es ist der Savage. Der funktioniert nach dem simplen Prinzip Explo-Minigun Go Brrr, wie die da unten gerade auch schmerzlich erlebt haben mit ihren beiden Rhinos. Die wollten ein Panzerbattle haben und ich habe mir gedacht, Mensch, zwei Rhinos zum Preis von einem, sowas sieht man selten. Allein sieht man ein Rhino-Battle ja auch schon sehr selten heutzutage. Aber ich schätze, weil der kürzlich runtergesetzt war, haben die sich alle einen Rhino geholt. Oder ist es immer noch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich hier einen schönen Kill gegen ein Noob-Bike, das ist hier hinter das Haus geflogen. Habe ich auf der anderen Seite das Sperrfeuer angesetzt. Ich weiß immer noch nicht, ob ihn eine Rakete erwischt hat oder das Sperrfeuer. Auf jeden Fall ist es tot. Apropos tote Noob-Bikes, je länger Caio Perico draußen ist, desto mehr wünsche ich mir einen Kampf-Heli mit solchen TV-Raketen für den Gunner. Es wäre einfach so großartig, um Noob-Bikes zu jagen und abzuwehren. Stellt es euch einfach mal vor, wie ihr mit dem Heli da lang fliegt, euch das Noob-Bike hinterher eiert und dann die Rakete vom Gunner außenrum eine Kurve fliegt hinter das Noob-Bike und während das immer noch auf den Heli swattet, nähert sich von hinten die Rakete und explodiert dann in der Luft und geiert das Ding runter. Es wäre so wunderschön, aber kriegen wir ja nicht. Wir kriegen ja nichts Cooles, wir kriegen nur nutzlosen Scheiß. Und der fährt da mit seinem Auto weg, weil er auch nicht einsieht, mal zu explodieren. Da habe ich mir gedacht, gut, das größere Problem, die größere Gefahr sind die Leute hier beim Stand Your Ground. Die sollte ich definitiv eher unter Feuer nehmen, als den einen Typ, der mit seinem Auto am Abhauen ist. Und das sollte man grundsätzlich sich im Heli auch immer fragen, was ist da jetzt die größere Gefahr? Der eine Typ? Oder eben die hier beim Stand Your Ground. Und offensichtlich sind es die beim Stand Your Ground. Heißt aber natürlich auch nicht, dass man diesen einen Spieler dann komplett ignorieren darf. Nein, man sollte den schon noch auf der Map ein bisschen im Auge behalten und darauf achten, was der so macht. Wenn der jetzt dann nämlich nicht einfach weiter abhaut und weiterfährt, sondern anhält und aussteigt, um womöglich zu stingern oder im schlimmsten Fall zu Expo-snipen, dann ist das sehr, sehr schlecht. Deswegen macht es Sinn, dass man einen Spieler, wenn man sowas wie das Stand Your Ground hier macht, dabei hat, der darauf achtet, was ein bisschen weiter außen abgeht und ob da vielleicht noch Leute zukommen oder Leute am Rand anfangen, sich da einzumischen. Es ist nämlich sehr suboptimal, wenn die das tun. Genauso wie es sehr suboptimal war, dass der nicht am Sperrfeuer gestorben ist, mit welchem Recht auch immer. Naja, kriegt halt die dicke Rakete. Aber ja, das ist ganz wichtig. Es geht nicht nur um die Leute beim Stand Your Ground. Natürlich muss man die im Griff haben, wenn man sowas umbringen will. Aber wenn man dann durch irgendwelche Randoms, die da noch zukommen, angegriffen wird und es dann daran scheitert, ist halt sehr, sehr suboptimal. In dieser Situation war es übrigens ein Fehler, dass ich so auf den hier an der Seite mitgegangen bin. Der war schon zu Genüge mit dem Bussard beschäftigt. Dadurch habe ich mich vom Stand Your Ground wegbewegt und dadurch hatten die freie Bahn, um auf meinen anderen Mitspieler da hinten im Akula einzustingern. Und das ist natürlich für den auch nicht so richtig ideal, dass er sich dann einen Hit gefressen hat. Und das führt langfristig dann dazu, dass ich hier alleine mit denen zu tun habe und dass die mir dann den Hunter rauchen schießen können. Und noch dazu habe ich in der Zwischenzeit auch schon sehr viele Gegenmaßnahmen verbraucht, was auch nicht richtig ideal ist. Vielleicht war ich da auch ein bisschen zu verschwenderisch mit. Hier habe ich mich verdrückt, da wollte ich eigentlich ECM-Mann machen, aber bin nach unten gerutscht, auf dem Steuerkreuz, ärgerlich.
Und habt ihr das da gesehen? Da wollte er sich doch ernsthaft sein Noob-Bike holen. Ich glaub's auch. Nee, nee. Da muss man beim Sternhill Ground immer sehr genau drauf achten, dass die sich kein Noob-Bike holen. Denn logischerweise machen sie das im MC. Und da ist das Noob-Bike nie besonders weit weg. Diese Location hier ist insoweit ganz gut, weil die hier nicht direkt an der Straße stehen. Sie müssen also ein paar Meter laufen zu ihrem Noob-Bike. Je nachdem, wo das Sternhill Ground ist. Wenn sie direkt an der Straße stehen, kann es schwierig sein, das zu vermeiden, dass sie das hinkriegen, sich ein Noob-Bike zu holen. Deswegen macht es Sinn, dass man dann einen Hunter benutzt, weil der, wie gesagt, über Gegenmaßnahmen verfügt. Und man mit denen dann wenigstens eine kleine Chance gegen die Noob-Bike-Raketen hat. Im Gegensatz zu den Helis, die keine Gegenmaßnahmen haben. Vorausschauend spielen ist das Stichwort und auch das Richtige für den nächsten Tipp. Und zwar sollte man natürlich nicht unprepared in einen Kampf gehen. Man sollte sich zum Beispiel regelmäßig die Snacks auffüllen und die Panzerung auffüllen. Panzerung hatte ich hier zum Beispiel schon wieder viel zu wenige, aber die Snacks waren noch ganz gut. Und das gilt natürlich auch für besondere Munition, falls ihr da irgendwas habt. Das hier war wieder ein extrem ungünstiger Ausfall. Absolut im schlechten Moment, das hätte auch total schief gehen können. Habe ich aber nochmal Glück gehabt, dass ich da noch so weggekommen bin. Und dann war der Stinger unhörbar und trifft in den Rotor. Ja, das Spiel ist großartig. Wird ja auch nicht gefixt mit First-Person-Sicht. Und dass die Stinger da sehr häufig unhörbar sind. Tatsächlich so häufig unhörbar sind, dass man sich eher merkt, wenn man sie dann ausnahmsweise mal gehört hat. Wow. Man könnte ja meinen, die würden sowas patchen. Aber nö. Und dann lieber den Spoiler an irgendeiner Ranzkarre patchen. Auch darüber könnte ich mich immer noch aufregen. Auch darüber rege ich mich immer noch auf, tatsächlich. So, und dann drehe ich hier ab, weil ich bemerkt habe, dass der Heli doch schon ziemlich dunkel raucht. Kann man auch darauf achten, der Rauch ändert nach einer Zeit seine Farbe. Und wenn der Heli anfängt dunkel zu rauchen, dann sollte man sich spätestens dann zurückziehen, weil er dann recht bald ausfällt. Habt ihr gesehen? Während dem Clip eben war die ganze Zeit einer in der Basis. Und der hat auch nicht mit der Orbi geschossen. Den habe ich mir auch vorher angeguckt. Nicht nur dessen GTA-Charakter, sondern auch dessen PSN-Profil. Und das sah alles relativ normal aus. Solche Leute schießen ziemlich selten mit der Orbitalkanone. Wenn die aber von ihrem Char und Profil her aussehen, wie irgendwelche kleinen Bastardkinder, die irgendetwas unter Beweis stellen wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit wiederum sehr hoch, dass sie mit der Orbitalkanone schießen. Und das nimmt leider immer weiter zu, so wie in dieser Situation hier. Da war ich im Avenger und habe mir gedacht, es wird Zeit zu ghosten mit den Orbis. Und ja, da kam sie auch schon auf den Avenger. Dann habe ich mich direkt weggeportet und da kam auch schon die nächste runter. Aber das wollen ja manche Leute immer noch nicht verstehen. Ich lese immer noch Kommentare und ich höre es auch immer noch teilweise in Lobbys und bekomme da Nachrichten, dass Leute glauben, dass das so nicht ist. Doch, es ist so. Die Orbitalkanone wird hart benutzt und es werden jeden Tag mehr, die sie spammen können. Und es macht dieses Game absolut kaputt. Es ist mittlerweile ein sehr viel größeres Problem als die Noob-Bikes. Aber das dazu, zurück zum Stand Your Ground. Wir haben das dann eingenommen, hier am Boden. Und ja, eigentlich wollte ich hier drüber, aber da kann man nicht drüber. Ärgerlich, und da kann man auch nicht durch. Map-Kenntnis, wieder ein Fehler. Ich dachte, man könnte hier durch. Nein, man muss außen rumlaufen, ist aber auch egal. Vorher hat mein Teammate mich mit dem Jet angehittet, der oben im Jet rumfliegt, logischerweise. Damit man bei sowas nicht aus Versehen durch Friendly Fire stirbt, macht es Sinn, dass man bei solchen Attacken logischerweise in einer Organisation ist und da Friendly Fire auch ausgestellt hat. Unfälle können schließlich passieren. Vor allem, wenn der Gegner und ich so auf derselben Linie waren. Ich habe den halt vorher erschossen gehabt noch. Aber ja. Man sollte trotzdem nach Möglichkeit nicht auf Teammates schießen. Ihr habt es ja gesehen, ich wurde da umgeschleudert. Und das ist nicht so optimal, wenn man im Fight umgeschleudert wird. Das ist auch ein bisschen das Problem mit Jets. Gerade mit Jets wie dem Laser. Man sprayt mit denen halt relativ viel. Also merkt euch das, selbst wenn ihr in einer Organisation seid und selbst wenn ihr da Friendly Fire deaktiviert habt, solltet ihr mit explosiven Sachen nicht zu sehr rumsprayen, wenn ihr da Teammates in der groben Umgebung habt. Das ist einfach nicht förderlich. Nachdem das Stand Your Ground, wie gesagt, eingenommen wurde und wir das dann sozusagen gewonnen haben, auch wenn es nicht unseres war, habe ich mir dann Juggernaut bestellt. Denn nachdem der Auftrag beendet war, konnte ich den ja wieder anfordern. Also habe ich mich gefreut und habe mir gedacht, mache ich noch ein bisschen Juggernaut-Action gegen die Orangen, falls sie noch Bock haben, hier weiter zu fighten. Aber so richtig motiviert scheinen die mir auch nicht mehr zu sein. Ärgerlich. Hätte auch lustig sein können mit dem Juggernaut. Ich sehe auch allgemein die Logik nicht, warum der Juggernaut deaktiviert ist bei Aufträgen, aber man so ziemlich sämtlichen anderen Scheiß, ich würde sogar sagen faktisch sämtlichen anderen Scheiß, benutzen kann. Du kannst da mit einem Panzer reinfahren, du kannst da mit Jets rumfliegen, Noob-Bikes obviously, bei Aufträgen wird auch nicht die Orbitalkanone deaktiviert für die ganze Lobby.
Der ganze Schmutz darf frei nach Laune benutzt werden, aber beim Juggernaut, da wird dann eine Grenze überschritten oder was, Rockstar? Was ist die Logik dahinter? Es ist keine Logik dahinter, es ist einfach Bullshit. Ich meine, sogar für die echt traurigen Verhältnisse bei Rockstar Games in GTA Online ist das noch eine sehr sinnfreie Aktion. Die scheißen ja sonst auf alles, Hauptsache man kann damit Shark-Card-Profite erwirtschaften. Und dann heißt es beim Juggernaut plötzlich, oh Balance, müsste es eigentlich nicht andersrum sein, dass sie sich denken, ja, den muss man auch in Missionen verwenden können, damit mehr Leute einen Nutzen im Juggernaut sehen und sich dann folglich mehr Leute einen kaufen wollen, damit man dann eine höhere Chance hat, dass einer von denen sich eine Shark-Card kauft, um den Juggernaut kaufen zu können. Macht doch viel mehr Sinn, aber scheinbar checken die das bei Rockstar nicht. Wir haben dann nach dem Stand Your Ground eine Piratenabwehr gestartet, in der Hoffnung, die Orangen von vorher zur Yacht baiten zu können, aber die kamen nicht. Es kam nur der arme Trottel da unten, der zuerst wegrannte und dann wegrenderte. Ist es nicht einfach großartig toll, wenn man die Renderdistanz im Spiel beim Versagen beobachten kann? Es erinnert mich immer wieder daran, wie dringend wir doch die neue Version von dem Spiel brauchen. Wo die Leute dann hoffentlich gescheit rendern. Aber ich meine, selbst wenn es die jetzt schon gäbe, selbst wenn man es jetzt schon spielen könnte. Es haben ja nicht mal genug Leute die neuen Konsolen, dass da die Lobbys voll wären. Es bringt also so oder so nichts. Egal, wie man es betrachtet. Es ist in Sachen Gaming im Moment alles scheiße. Es ist so ein Trauerspiel. Und den Typ da habe ich gerade aus dem Wasser gefischt mit den Akula-MGs. Auch ein schöner Kill. Und das hat mich an einen weiteren Tipp für euch erinnert. Viele Leute bitten mich auch immer mal wieder, das Video nochmal zu erneuern, indem ich über Dinge gesprochen habe, die man sich für PvP-Zwecke kaufen sollte. Ja, das ist mittlerweile sehr outdated. Damals war GTA noch ein ganz anderes Spiel, als es das jetzt ist. Und natürlich müsste man da mal ein Update machen. Könnte ich theoretisch auch. Vielleicht mache ich das irgendwann noch. Andererseits, das Spiel entwickelt sich halt auch immer wieder weiter. Das heißt, das Video ist dann irgendwann nach ein paar Jahren, je nachdem wie lange Rockstar dieses Game noch ausstreckt, wieder outdated. Ich weiß es nicht. Aber ein Taucheranzug ist gar nicht schlecht. Gerade jetzt, da überall ein U-Boot wie die Kosatka unterwegs sein kann, ist es manchmal ganz sinnvoll, dass man unbegrenzt lang tauchen kann mit einem Taucheranzug. Was dann auch noch viele Leute mir geschrieben haben, ist, dass ihr die Hausaufgabe ganz toll fandet. Deswegen habe ich hier noch eine für euch. Das, was wir ja gerade gemacht haben. Ihr schreibt in der Lobby einem random Jet oder Noob-Biker irgendwas Provokantes. Ihr könnt die gern beleidigen oder so. Und dann werden die in aller Regel zu euch angeschissen kommen. Und vorher geht ihr mit dem Avenger, gerne allein oder auch mit mehreren Leuten in Stellung. Und wenn die dann angeeiert kommen, schießt ihr sie ab. Ist mega lustig. Dann kommen die immer nicht drauf klar. Und wenn man vorher den Avenger gut positioniert hat, kann man die danach eine Weile spawntrappen. Und dann haben die ganz viel Spielspaß. Das ist immer ehrlich. Es trifft im Regelfall, wie ich es auch schon vor einigen Videos mal gesagt habe, immer die Richtigen, wenn man sowas macht. Die kommen an, die haben Bock. Da gibt es keine traurigen Ausreden. Ja, die wollen ja alle gar kein PvP und sowas. Nein, die haben richtig Bock. Die müssen nur ein bisschen provoziert werden, dann kommen die an. Die sind ja nicht durch Zufall in dem Jet drin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.